Wir sammeln heute hier Unterschriften für mehr Demokratie in der Europäischen Union. Und zwar geht es uns um einen Volksentscheid über den Euro-Rettungsschirm und den Fiskalvertrag. Und was wir daran kritisieren ist, wenn die beschlossen werden, und das soll ja jetzt sehr schnell passieren, bis Mitte Juni schon, dann bedeutet das, dass der Bundestag ganz wichtige Rechte verliert. Einfach Souveränitätsrechte, Haushaltsrechte. Und wir wählen damit Politikerinnen und Politiker, die eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, unser Wahlrecht wird ein Stück weit sinnlos. Und deswegen möchten wir, wenn das passiert, also wenn weitere Kompetenzübertragungen auf die EU-Ebene stattfinden, dass die Bürger das selber beschließen. Das können nicht einfach ein paar Regierungsvertreter, Merkel oder wer auch immer, einrühren, sondern das muss wirklich per Volksentscheid beschlossen werden. Wir selber, die Menschen, müssen sagen, wir möchten eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, und dann ist das in Ordnung. Und genauso in Ordnung ist das, wenn die Menschen dagegen sind. Also Kern ist einfach, wir sind die Bürger, wir sind der Souverän und wir möchten entscheiden über die Euro-Rettungsmaßnahmen und darüber, ob wir mehr EU wollen oder eben nicht. Also erstmal begrüße ich es, dass die Debatte zu diesem Thema endlich breiter wird. Und Grüne wie mehr Demokratie sehen beide, glaube ich, gemeinsam ein gehöriges Demokratiedefizit in dem, was da gerade stattfindet. Und dazu gehört eben auch, dass ja extrem wenig Debatte stattfindet. Also von daher begrüße ich ausdrücklich, dass Sie das jetzt hier machen. Konkret der Inhalt, Volksentscheid, Referendum zu den aktuell jetzt anstehenden Punkten ESM und Fiskalvertrag, da haben Sie die Grünen jetzt erstmal nicht an Ihrer Seite. Schade. Ja, will ich dann auch gerne noch näher erläutern. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, wir haben die ganze Zeit über ein Jahr lang auch die Bundesregierung kritisiert. Sie hat uns immer wieder unnötig unter Zeitdruck gesetzt, ne? Also wir hatten dann immer nur die Variante jetzt, ne? Frist oder stirb, es gibt irgendwie 5 Tage, es gibt 10 Tage oder so. Das wäre so nicht notwendig gewesen. Und dass es jetzt eben auch um intergouvernementale Verträge geht und ja gar nicht um den EU-Vertrag, das hat auch was mit der Verhandlungsstrategie dieser Bundesregierung zu tun, mit der Verhandlungsstrategie auch von anderen Regierungen in Europa, die eben tatsächlich weg wollen von dem erfolgreichen, aus unserer Sicht, Integrationsprozess der Europäischen Union der letzten 30 Jahre, wenn man da alles noch Mögliche verbessern kann. Aber grundsätzlich waren wir da auf einem immer demokratischeren Weg, auch wenn da noch etliches an Defiziten da ist. Und die machen jetzt eine Kehrtwende. Die haben jetzt einfach einen intergouvernementalen Vertrag gemacht, nur sozusagen der Regierungen, zurück ins 19. Jahrhundert, in die Bismarck'sche Diplomatie, und wollen das jetzt einfach so durchziehen. Warum machen die Grünen da mit? Da machen wir nicht mit. Und wir haben deswegen schon lange gesagt, wir wollen einen Konvent. Wir wollen, dass, wenn da was geändert wird, das innerhalb der europäischen Verträge gemacht wird. Oder wenn das nicht geht, dann muss man eben die europäischen Verträge ändern. Und dann würde ich gerne noch wissen, in welcher Art können sich dann die Bürgerinnen und Bürger beteiligen? Ja, ganz einfach. Auf unserer Homepage verfassungsbeschwerde.eu kann man sich Vollmachten herunterladen. Vollmachten für die Unterstützung der Verfassungsbeschwerde. Einfach ausfüllen, unterschreiben, an Mehr Demokratie schicken. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir geben das dann alles in den nächsten Monaten beim Verfassungsgericht ab und hoffen, dass wir dann gemeinsam Erfolg erzielen.